Recht herzlich willkommen auf meinen Kanal. Mein Name ist Urs Reiter und wir sind in Folge Nummer 100 von Avorion. Und zwar geht es in dieser Folge darum, dass wir Sachen kaufen müssen, von Neutronenbeschleuniger über Elektronenbeschleuniger zum Halbleiter und Prozessor für eine Sache, dass wir einen Sprunggenerator von Botan deaktivieren können. So würde ich es mal sagen, ne? Okay, dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir dann, dass wir die Klamotten zusammenkriegen. Bis gleich. So, der Freund ist hier vorne. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier auf der Karte sehen, wo wir jetzt was kaufen können. Hier gibt es natürlich unbekannte Energiesignaturen. Ich springe da jetzt mal gerade ins Nachbarfeld, um dann zu gucken, ob es da ist. Was da ist. Schauen wir da mal rein. Ne? Da geht's schon. So. Militärstation, Ausrüstungsdock, Mikrofab. Und lass uns hier mal reingucken. Dann gehen wir da. Energieröhrenfabrik. Was machen die Energieröhren? Ich glaube schon, ne? Verkaufen die noch was anderes? Ne, nur Energieröhren. Okay. Dann weiter Kabelhersteller. Machen die auch Halbleiter? Ne, bestimmt nicht, ne, oder? Gute Handeln. Ne, nur Kabel. Was haben wir denn noch? Mikrochip-Prozessoren? Das sind Mikrochips, oder? Aber wahrscheinlich ist wieder ein Mikrochip noch was anderes wie ein Prozessor, oder? Ja, tatsächlich. Dann Raumjägerfabrik, Habitat, Militärstation, Reparaturdock, Ressourcen- und Ausrüstungsdock. Schiffswerft. Aber Ausrüstungsdock gucken wir uns auf jeden Fall an. Wir sind natürlich mit denen hier gut Freund. Doppellasergeschützturm, exotisch aus Titan. Kanonengeschützturm. Schaden 497. Wir haben 15 Minuten Zeit. Den würde ich ja schon mal favorisieren, oder? Ja, da fliegen wir auf jeden Fall hin. Gibt es sonst noch was Interessantes? Hier jetzt nicht. Hier vielleicht noch was. Schutzkontrollsystem, okay. Eins von gelber Qualität. Das würde dann ja bedeuten 5, dann gibt es ein oranges. Also 25 davon. Für ein legendäres oder sowas. Müssen wir mal gucken. Da müssen wir da hoch, da hoch, da hoch, da hoch, noch höher. Da ist es. Okay, dann fliegen wir da mal schnell hin. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Und dann müsste man sowas wie einen Handelsposten auch finden, ne, damit wir da das Zeug kriegen. So bei 25 oder bei 20 drehen wir mal um und hauen dann den Anker rein, ne? Und dann sind wir gar nicht mal so schlecht angekommen, ne? Ist hier auch ein Dock? Nee, ne? Schwer zu sehen hier. So, jetzt kaufen wir die Klamotten da gerade ein. Fangen wir hier an. Das wollten wir haben. Quantum, das ist alles nix. Also hier war das ja auch. Der Kanonenschützturm war das mit 497 Schaden. Was haben wir hier sonst noch so? 12, 5. DPS 264. Ja. Raumjäger, sonstiges. Nee, brauchen wir ja nicht. Nee, das war's dann erstmal, oder? Was können wir denn noch verkaufen hier? Achso, da unten geht's weiter. Eigentlich kannst du jetzt hier so, na, damit. Ja, den brauchen wir vielleicht noch. So ein. Also den machen wir mal hier weg. Schienengeschützturm. Da ist was drin hier, den würde ich vielleicht noch lassen. Hier gibt es 620 Schaden. Okay, der hat ja mehr wie den, den wir gerade gekauft haben, ne?
Schildbooster, Bergbausysteme. Ja, Kanonengeschützturm, den haben wir gerade gekauft. Plasmahüllenpolarisierer. Bei festen Schaden nicht aktiv. Höhenwiderstandskraft plus 30. Schwäche gegen Plasma erhalten Schaden. Wir müssten eigentlich unser Schiff definitiv noch weiter groß bauen, ne? Okay, das haben wir dann hier gerade erledigt. Jetzt schauen wir wieder auf die Karte und gehen zum nächsten grünen Blips, oder? Da ist noch einer. Koordinaten markieren und wir springen dann dahin. Wo ist die Ausrichtung? Da. Und auf geht's. Dann schauen wir hier rein, ob es da was gibt. Schiffshülle treffen, den höchsten Schaden von allen Torpedos. Hier ist nur ein Bergbauschiff, okay. Hier gibt es aber auch noch da oben wertvolles Objekt gesichtet. Ist da ein wertvolles Objekt? Warte, da zeigt er mir das wertvolle Objekt an, oder wie sehe ich das? Da muss der Container hier hinterm... Ah, ich sehe ihn schon. Ne, ich glaube, da habe ich jetzt was Falsches ausgewählt. Jetzt habe ich den Container. Öffnen. So, eine Einführung der Galaxie Kapitel 4, das Eben. Am Ende des großen Krieges zwischen den Unionen und den Xotern stand eine grausame Schlacht. Sie endete mit der Flucht der Xotern. Im Glauben, Sieg zu haben, blieben die Ua in jedem Vektor zurück und feierten ihren Sieg. Doch wie sich herausstellt, hatten die Xotern sich nur zurückgezogen, um ihr Ass ausspielen zu können. Sie hatten eine Möglichkeit entwickelt, einen Rift herzustellen, den sie nur durch die Kriegsaktion Sektoren führen ließen und so den größten Teil der Ua-Flotte ausschaltete. Der Teil der Flotte, die sich knapp außerhalb des Radius des heutigen äußeren Sektors befand, stand nun einer massiven Macht der geflohenen, gelobten Xotan-Armee gegenüber. Ihnen blieb keine andere Wahl, als zu fliehen. Was mit dem Rest der Flotte geschehen ist, nachdem der Xotan-Rift sie teilte, ob sie über Nacht überlebt hatten, ist bis heute Rätsel. Ein Rätsel. Gut. Ja, jetzt ist da was weggeflogen. Dreifachmaschinengeschützturm haben wir schon aufgesammelt. Und was ist das hier noch für ein Marker? Antriebsupgrade, okay. Hier ist noch irgendwie was. Nochmal 11.000 an Credits. Aber es muss hier noch mehr geben, oder wie sehe ich das? Also das ist jetzt nicht mehr angezeigt. Das ist leer. Das hat der Mord... Nee, Mordrak war das nicht. Thomas Steele war das, der das geschrieben hatte. Dass dem so sein könnte hier, ne? Wer ist das denn jetzt hier? Das ist doch nicht das Bergbauschiff, oder? Ne, das ist ein Frachter. Also wir müssen jetzt hier nochmal gucken. Dein Schiff in Sektor findet keiner Stream mehr. Okay, da müssen wir uns gleich drum kümmern noch. Aber jetzt würde ich gerne noch schauen, dass wir hier noch irgendwo was finden. Ja, ich fliege ja schon mal so, dass ich hier vielleicht in den Asteroiden noch was entdecken könnte. Stopp, da ist was. Ein großer Asteroid. Gut, den nehmen wir ein, denke ich. Vielleicht können wir da noch was rausbauen, ne? Obwohl wir müssten überlegen, wenn es einen guten Deal gibt, dann können wir den natürlich auch verkaufen, ne? Die Upikum. Da müssten wir jetzt bei den Upikum gucken, wie wir mit denen stehen.
Beziehung 13.200, das wäre dann 16.000. Das dauert zu lange, bis wir da sind. Aber wir müssen die Beziehung ja irgendwie aufbauen, ne? Wäre das ratsam für das Geld, das hier zu machen? Eigentlich nicht, weil hier gibt es auch schon Trinium, das dahinter ja sehr schön zu sehen ist. Also machen wir das nicht. Wenn ich auf die Karte gehe, sehe ich dann, dass es mein Asteroid ist. Ja, da sehe ich, dass es ein eingenommener Asteroid hier ist. Aber ja, lassen wir erst so. Er zeigt mir immer noch was an, ne? Wenn das, was der Thomas sagte, stimmt, dann müsste ich ja hier definitiv diesen Asteroiden, den ich gerade eingenommen habe, nicht mehr angezeigt haben, ne? Ist hier vielleicht was? So ein kleiner Sternenhaufen, ne? Asteroidenhaufen. Zeige ich da nichts an. Vielleicht da unten erstmal hin. Ja, hier ist wohl auch nichts. Okay, wir haben keinen Strom mehr. Was geht da oben jetzt? Sorry. Die Batterie lädt jetzt gerade wieder, ne? Aber ich kann noch nicht wieder Gas geben. Jetzt erst. Ist das hier auch noch ein Asteroid? Nee, ne? Nee. Ja, was willst du machen? Kannst jetzt nur so ein bisschen hier rumfliegen und gucken, ob da irgendwo das ultimative Versteck ist, ne? Okay, nichts zu reparieren. Die Lady hat wieder nichts geschafft. Gut, dann gehen wir ja gerade erst in die Karte und schauen nach der Lady. Wo gibt es denn hier schöne Asteroiden, ne? 622. Eigentlich würde ich gerne mal so ein paar tausend haben hier. Aber auf der anderen Seite. Lass uns das erst machen. Hier. Nee. Doch, Ressourcendepot da. Shift-Taste habe ich gedrückt. Die soll hier abbauen, die soll hier reparieren und soll dann wieder zu 1 gehen. So passt es, oder? Schauen wir mal. Schauen wir mal, dass die Lady das macht, ne? So, da haben wir schon geguckt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, hier sind wir auch gewesen schon, oder? Hier wird auf jeden Fall nichts angezeigt. Ist die Frage, wo hier was ist, ne? Kannst du lange fliegen wahrscheinlich. Und suchen. Hier ist auch nichts. Ja, dann würde ich sagen,
Schauen wir mal, dass wir, wie viele sind denn jetzt hier? Da waren auch gar nicht so viele Schiffe. Lauter Kaufleute sind hier. Das ist ein Frachter. Kann ich denn mit denen interagieren? Ich habe gehört, hier ist ein Schmuggler, der Xotante nur in die Finger bekommt. Ich weiß aber, so wird die Weisung niemand fragen. Anscheinend ist Hyperraumantrieb extrem vorstellbar. Er kann jeden Ort in der Galaxie sprengen. Ja, das wissen wir auch schon. Und wo ist dein Heimatsektor? 258 minus 138. 258. Minus 138. Wieso kann ich da jetzt nichts reinschreiben? Sektor markieren. Gut, den haben wir jetzt markiert. Ah, jetzt geht eine Notiz auf. Heimatsektor? Ja, weiß ich, wie die hießen. Naja, ist auch egal. Hauptsache ein Heimatsektor ist das erstmal. Gut, dann würde ich aber sagen, machen wir erst einen Cut. Wir haben jetzt dann tatsächlich in dieser Folge noch nichts gekauft, aber das ist ja jetzt auch nicht schlimm. Wir haben andere Dinge getan, die auch nicht schlecht sind. Wir müssen aber weiter diese Klamotten finden. Ja. Das ist der Kollege da. Dann würde ich sagen, schauen wir in anderen Sektoren dann weiter nach und hoffen, dass wir demnächst was finden. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns im nächsten Sektor. Bis dann. Ciao.